Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder für die Internetseite Play Experience. Ihr wisst Bescheid, wie immer findet ihr unten in der Beschreibung den Link zur Facebook-Seite. Lasst uns gerne ein Like da und bleibt immer auf dem aktuellen Stand rund um Gaming. Ja, und im letzten Video habe ich euch mal eine neue Variante, eine neue Perspektive von Gaming-Mäusen oder Mäusen allgemein aufgezeigt. Wir haben uns die Logitech angeschaut, die sich eher so in den Office-Bereich etabliert, und dann noch auf der anderen Seite Trust, wo die Gamer unter euch ansprechen möchte. Eine vertikale Maus weg vom Standard hin zum was Neuem. Ihr wart positiv angeregt auf das Video, wart euch aber auch nicht so wirklich schlüssig, ob das die richtige Entwicklung ist oder nicht. Für mich persönlich, habe ich in dem Video erwähnt, ist eine Vertikale auf jeden Fall was im Office-Bereich. Gaming, da bin ich einfach zu oldschool. Ja, und in dem Fall wollen wir uns heute noch einen weiteren Kandidaten anschauen, nämlich möchte sich Speedlink noch in die Reihen einreihen, nämlich mit dem Ergonomics Maneo Vertical Maus. Schlicht der Karton. Es ist rund um Karton nichts Besonderes. Mit einem 1,4 Meter langen Kabel. Ich bin gespannt, es steht mal noch nichts von einer Wireless Maus. Deswegen reiht sich es ein in die Trust-Reihe, sage ich mal. Da war ja auch ein kabelgebundenes, eine kabelgebundene Maus. Dann haben wir hier eine 1600 DPI Maus. Für mich in erster Linie ein bisschen wenig, würde ich jetzt mal so auf die Schnelle behaupten. Und ich würde sagen, wir machen das einfach mal auf und schauen noch rein. Was denn die Maus optisch so hermacht. So. Der Yogi hat schon mit der Verpackung zu kämpfen. Jetzt aber. Wir lüften das Geheimnis. Und zum Vorschein kommt eine vertikale Maus. So sieht das gute Stück aus. Auch wieder relativ schlichtes Design, was mir hier auf jeden Fall schon mal gefällt. Die Haptik, es fühlt sich so, ich nenne es mal mit Leder überzogen an. Fühlt sich sehr, sehr gut an, liegt auch ganz ordentlich in der Hand. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Ich zeige es mal noch auf die Nähe. Was mir auf den ersten Blick schon mal ganz gut gefällt, ihr könnt hier oben mit diesem Knopf die DPI-Anzahl einstellen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine variable DPI-Einstellung. Dann haben wir hier das übliche Mausrad. Und was ich halt an der Maus jetzt auf die Schnelle vermisse, wir haben hier, klar, 1, 2, aber keine zusätzlichen Tasten mehr. Das heißt, die Speedlink möchte ich persönlich in den Office-Bereich integrieren. Durch das, dass ich eigentlich beim Gaming noch zwei weitere Mäuse bräuchte. Hier haben wir noch ganz schön eine LED-Anzeige. Sieht mit Sicherheit gut aus. Genauso wie hier auf der anderen Seite eine LED. Was haben wir hier unten noch? Klar, den regulären Sensor. Ansonsten eigentlich recht unspektakulär. Deswegen möchte ich behaupten, die Speedlink darf in den Office-Bereich. Wir werden die Maus testen. Deswegen lasst uns gerne ein Like da, dann könnt ihr den Test verfolgen. Und in dem Sinn würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder bei Play Experience. Macht's gut, bis dann, euer Yogi.